So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit dem 5. Part. Tja, Leute, ich bin gerade ziemlich am Arsch und mich regt es gerade ziemlich auf, weil ich hatte gerade eine Aufnahme gemacht und ich war wieder zu dumm zum Kacken und habe einfach nicht drauf geschaut, dass Fraps auch mein Mikro angestellt hat und so, ja, ihr könnt es euch denken, zwar ohne Ton, also ohne meine Stimme natürlich, das kotzt mich gerade ziemlich an, weil ich hatte ein bisschen was gemacht. Ich hatte mir nämlich hier einen Ofen gebastelt, ein paar Krustenbraten mir gemacht und natürlich auch ein bisschen was gegessen. Oh, fein Hami Hami. So, jetzt habe ich auch was im Bauch. Genau, den hatte ich mir gemacht. Ich hatte hier ganz wenig runtergegraben, um mir einen Ofen zu machen. Wie gesagt, ich bin hier kurz zu Hühnern gegangen und ich hatte irgendeinen komischen Kerl da oben gesehen. Ich weiß nicht, was es war. Sah nach irgendeinem Hexenlord oder so aus. Ist mir auch egal. So. Genau. Wartet kurz. Oh, das tut mir jetzt richtig leid. Ja. Weil ich husten musste. Weil es mir nicht so gut geht. So, und wir wollten uns natürlich hier ein bisschen runtergraben. Das wollten wir so sehr. Und das wollten wir so sehr, dass mein Game schon wieder leckt. Und wir uns jetzt einfach mal eine Höhlentour machen. Und ich höre ein Schaf, was mich ein bisschen beunruhigt. Weil in der Erde sollten normalerweise keine Schafe sein. Theoretisch. Ich schaue wirklich noch mal kurz auf mein Mikro, ob es jetzt wirklich nicht muted ist. Sehr gut. Okay, weiter geht's. So, ich schaue noch mal kurz hier in die Option. Gut, auch gut. So, weil ich habe echt keinen Bock, dass dann hier so sau viel wieder weg ist. Mann. Alter, ist das hell. Oh Gott. Ah, Augenkrebs. So, oh, ey, echt Augenkrebs. Achso, und ich hatte kurz zwischendurch... Oh, Entschuldigung. Das John Smith Texture Pack reingemacht. Glaube ich, John Smith heißt es. Weil das andere mir richtig scheiße nicht gut schlecht gefallen hat. Hä? Kommt es mir so vor, oder ist es unterschiedliches Stein? Da, das ist schon alles Pflasterstein, sieht nur ein bisschen gelb aus hier. Vielleicht liegt es ja an der Beleuchtung. Tja, ich habe schon extrem lange kein Minecraft mehr gespielt, weil ich einfach wegen der Schule nicht dazugekommen bin. Das war halt ziemlich stressig in letzter Zeit. Und das wird auch noch weiterhin ein bisschen bis Ende Dezember, sage ich jetzt mal, wird es ein bisschen stressig. Also ich habe jetzt wieder ein bisschen Freiraum hier für vielleicht zwei Wochen oder so. Nein, nächste Woche Dienstag schreibe ich Schulaufgaben. Verdammt. Oh Gott, echt kein Bock. Naja, kann man nichts machen. Nee, also ab 4. habe ich dann wieder ein bisschen Freiraum. Da kann ich dann wieder ein bisschen Let's Playen, mehrere Let's Playen. Und das, denke ich mal, kommt euch dann auch ein bisschen zugute. So, ja, was ich angesprochen hatte in meiner Fail-Aufnahme, ich hatte nämlich mir gedacht, da ich ja jetzt schon etwas bekannter bin, bisschen bekannter, ich weiß nicht, also ich habe jetzt schon über 130 Abonnenten auf jeden Fall. Das freut mich sehr. Dankeschön an euch auf jeden Fall. Das habe ich alles euch zu verdanken. Und ja, nur wegen euch konnte ich das erreichen, dass ich halt jetzt schon über die 100 Abonnenten habe. Das freut mich natürlich sehr. Ich könnte jetzt schon YouTube-Partner machen. Also ich monetarisiere schon meine Videos, aber ich kriege halt noch kein Geld dafür. Aber ist ja egal. Auf jeden Fall. Euch zugunsten wollte ich dann einfach mal mir neue Hardware zulegen für bessere Let's Plays einfach. Nämlich, ich wollte mir eine neue Soundkarte kaufen. Soundkarte, ich laber schon wieder. Eine neue Grafikkarte. Eine Grafikkarte, wo ich noch nicht genau weiß, wie welche das ist. Ich habe aber die Vermutung, dass ich mir die AMD Radeon 7850 HD 2 GB kaufen werde. Genauso heißt sie, glaube ich. Ja, die kostet 150 Euro. Jetzt ist auch meine Spitzhacke kaputt. Dankeschön. Aber wir haben noch, glaube ich, eine Steinspitzhacke. Obwohl, da mache ich erstmal meine Holz hier weg. Ne, okay. Ja, die wollte ich mir eventuell kaufen. Die kostet 150, 60 Euro, glaube ich, so.
das wäre dann das erste, was ich mir auf jeden Fall kaufen werde, weil ich damit dann auch Black Ops 2 aufnehmen kann, weil im Moment tut's noch ziemlich laggen, weil meine Grafikkarte gerade ziemlich scheiße ist, weil ich die aus dem PC von meiner Oma habe, ja. Mein Dad wollte mir keine Scheiter andrehen. Der hat mir so eine Oma-Grafikkarte gegeben, eine GeForce GT 8600, ja. Wisst ihr, was ich meine? Naja, dazu sage ich jetzt einfach mal nichts. Aber ich werde mir auf jeden Fall eine neue Grafikkarte zulegen. Boah, das war eigentlich das Erste. Und das Zweite wäre gewesen, ich wollte mir auch mal ein neues Mikro anlegen, beziehungsweise ein neues Headset. Oh, wie es leckt, Mann, was laberst du? Was ist mit dir? Ja. Okay. Okay, ich lasse es einfach mal so. Ja, nee, auf jeden Fall, ich wollte mir neues Mikro bzw. Headset zulegen. Da habe ich auch schon eins in Betracht gezogen. Ein relativ billiges, was aber doch eigentlich recht gute Quali gibt, so wie ich das gehört habe, nämlich das Creative HD. Alter, heute habe ich Fettsprachfehler. Ich habe auch ein bisschen Halsschmerzen und so. Deswegen kann ich nicht so rumschreien und alles. Das Creative Fatality Gaming Headset. Genau, sowas. So, und hier haben wir uns auch Kohle. Glaube ich. Dürfte Kohle sein. Ja, ist Kohle. Und genau, das Headset wollte ich mir auf jeden Fall zulegen, weil das ist für den Preis ziemlich billig. Das kostet nämlich nur, lass mich kurz nachdenken, das kostet nur 25 bis 35 Euro auf Amazon. Ist eigentlich recht billig für den Preis, für die Qualität. Da ist noch Kohle. Da ist noch mehr Kohle. Ja, für den Preis ist es sehr... Oh Gott. Ich sollte halt nicht so viel aufnehmen. Nee. Es ist auf jeden Fall für den Preis zum 120.000. Mal sehr gut. Das werde ich mir zulegen und ich wollte mir dann auch noch eine neue Maus bzw. Tastatur, also beides kaufen neu, weil mein aktuelles Hardware technisches... ja, meine Hardware ist ziemlich scheiße im Moment. Und da muss ich was ändern, ne? Das tue ich natürlich dann nur für euch und so. Oh Gott, Mann, Alter, das wird wahrscheinlich das langweiligste Let's Play seit des letzten Jahrhunderts oder so. Aller Zeiten. Aber das ist mir jetzt egal. Weil lieber lade ich ein langweiliges Let's Play hoch, anstatt dass ihr dann ewigst warten müsst. Weil es gibt ja schon einige, die mich dann so anschreiben und sich das halt wirklich anschauen, was ich hier mache. Und das habe ich noch gar nicht gesagt, was ich eigentlich die ganze Zeit mache. Ich laufe eigentlich nur dumm rum und grab mich so weit ein, dass mal ein bisschen was kommt, was Interessantes kommt. Also ich grab mich immer weiter in den Berg rein. Boah, und es leckt, ey. Also ich habe gerade wirklich nur 30 Frames. Jetzt wieder 50. Ist da gerade ein Zug vorbeigefahren, ey. So viele neue Geräusche in Minecraft, das gibt's gar nicht. Ich finde das alles ein bisschen übertrieben gemacht, aber naja. Also mit den neuen Updates finde ich ein bisschen zu viele Extras, aber jedem seine Sache. Ja, genau. So, das packe ich auch mal hier einzeln. Ich muss mal weiter runterkommen. Ich tue jetzt extra keine Leitern bauen, weil ich halt nur noch zwei Leitern habe. Das seht ihr in meinem Inventar, wenn ihr mit einer Lupe am Bildschirm hockt. Weil irgendwie bei dem Text-Jetpack ist das Inventar ziemlich klein. Also unten meine ich hier das HUD, das HUD oder wie man das nennen möchte bei Minecraft. Ja. Das HUD und so. Ne, das HUD ist ziemlich klein. Und deshalb müsst ihr da mit einer Lupe hingehen. Und ich labe wieder nur so einen Scheiß daher, weil mir gerade echt nichts anderes einfällt. Und ich schon wieder 9 Minuten aufnehme und ich gerade ja, ein ganz cooles Let's Play eigentlich gemacht hatte. Es aber, wie gesagt, ohne Ton aufgenommen hat. Das hat mich ein bisschen gestresst und ein bisschen Gehirnfick verabreicht. Ja, so wie das halt ist, wenn eine Aufnahme fail geht. Das regt dann schon immer ein bisschen auf.
Ja, ich kann wie gesagt derzeit nicht so viel aufnehmen, weil wegen Schulstress und so. Aber naja, Wayne Train. Gott. Achso, ein Thema habe ich noch vielleicht für euch, das mit den Kanalvorstellungen. Nämlich, ich denke mal, einige werden das jetzt schon gesehen haben. Ich mache ja derzeit ein paar Kanalvorstellungen für Let's Player hauptsächlich, also ich denke schon hauptsächlich Let's Player. Und wer da mitmachen möchte, also wer da auch vorgestellt werden möchte, der schaut einfach in meinen Kanal. Da ist rechts auf der Seite steht so ein Link zu einem Google Docs Formular. Da füllt ihr einfach die Sachen aus und so. Dann werde ich euch vorstellen, beziehungsweise auch eine Bewertung von euch geben. Und die Kriterien und alles steht dann auch im Ding drin, im Formular drin. Ja, das war es eigentlich zu dem Vorstellungssachen und so. Ich werde, wie gesagt, die Beats und alles, also die Musik, was ich halt immer im Hintergrund spielen lasse, immer im Nachhinein erst reintun. Damit euch das nicht stört, wenn es dann hier viel zu laut ist. Und so. So, 10 Minuten sind schon wieder um, deswegen beende ich jetzt mal hier. Setz mir hier noch eben eine Fackel hin. Aber jetzt sind wir eigentlich schon ziemlich weit runtergekommen. Ich schau mal eben hoch. Wenn es mal nicht so fucking laggen würde, dann muss ich mal die ganzen Programme im Hintergrund schließen, dann geht es vielleicht besser. Ja, genau, so. Gehen wir hier mal einfach ein bisschen hoch. Oha, da haben wir uns ja ganz schön viel eingegraben. Ich will nicht wissen, wie viel Stein in unserem Inventar drin ist. So, und da ist auch schon wieder die Leiter. Ich glaube, das passt so perfekt, genau. Habe ich da gerade einen Enderman gehört? Autsch. Ich glaube, da ist irgendwo ein Enderman. Ich schau mal kurz. Hä? Ich habe doch hier gerade sowas klopfen gehört. Vielleicht war es auch innen drinnen in so einer kleinen Höhle, kann auch sein. Oh, ein Creeper. Okay. Auch nicht schlecht. Wow, ah, da ist er ja. Da ist er, Enderman. Hallo. Du hast mich nicht gesehen. Was baust du denn Schönes? Was baust du denn Schönes? Wow. Hat der mich nicht lieb? Wow, wow. Knochi. Knochi. Ey, wo ist denn der, Mann? Was geht mit dem schief? Was ist los mit dir? Was hast du... Ey, das ist die perfekte... Ey, das ist der perfekte... Zombie-Killer, Alter. Und alles, Mann. Hier können die nämlich nicht reinschießen, aber ich kann sie von innen raus schlagen. Kannst du mich nicht abschießen? Haha, Opfer. Nein, bleib hier. Ah, jetzt hat er mich getroffen. Ja, wenn sie zu nah herkommen, können sie es nicht mehr, nur noch aus Entfernung. Sieht's hier? Alles gut. Und damit habe ich ihn auch erledigt. Und ein gebührender Abschluss für dieses Let's Play. Ich schau mal eben in den oberen Stock, ob da vielleicht der Ender hin ist. Der Ender, mein bester Freund. Nee, das auch nicht. Also dann, ich sag mal ciao und bye bye für diesen Part und Servus.